1788 haben Mozart und Beethoven hier das erste Mal musiziert. Eigentlich genauer gesagt im ersten Stock, da hat es der erste Stock noch zum Kaffeehaus gehört. Und 1791 hat Mozart das letzte Mal hier gespielt. Also das erste Mal wurde das Café Fraunhuber erwähnt 1891, da wurde es von der Familie Fraunhuber übernommen und als Café Fraunhuber betitelt. 1969 hat es dann mein Großvater übernommen, das Kaffeehaus. Wollte es dann aber nicht umbenennen in Kaffeehaus Binder oder so, weil sonst hätte sich dann keiner mehr ausgekannt, weil das Café Fraunhuber schon sehr etabliert war damals. Wir machen alle Mehlspeisen selber, also ein Apfelstrudel, Topfenstrudel und Zwetschgenstrudel und Haustorte mit Apfelmohn und Nüssen und Sachertorte. Kommt alles aus unserer Küche. Wir kaufen nichts zu und ist immer alles frisch. Dafür sind wir eigentlich bekannt. Traditions-Wiener Kaffeehaus sollte schon etwas länger bestehen und nicht erst seit 10 Jahren oder so. Also ein Traditionskaffeehaus besteht schon länger, ist schon von Generation zu Generation weitergegeben worden und hat auch die traditionellen Wiener Ober. Ich habe mir schon sagen lassen, manche Touristen gehen extra ins Wiener Kaffeehaus, damit sie den grantigen Ober einmal erleben. Wir haben auch nur männliche Ober. Das ist irgendwie zur Tradition geblieben. Ist jetzt auch nichts Diskriminierendes eigentlich. Es ist halt so, weil die Männer stehen halt dann im Smoking da und servieren im Smoking. Wir haben auch natürlich Damen angestellt, keine Frage. Aber das macht auch das Wiener Kaffee aus. Also der richtige Ober macht auch das Wiener Kaffee aus. Und auch wenn man den Kaffee auf der Silbertasse serviert bekommt, das ist typisch in einem Wiener Kaffeehaus. Wenn man in andere Kaffeehäuser geht, bekommt man meistens nur die Tasse hingestellt. Also es macht auch aus, dass man das Wasser dazu bekommt, eine kleine Aufmerksamkeit wie eine Mannerschnitte oder eine kleine Schokolade zum Beispiel. Das liegt dann auf dem kleinen Tablett und das ist auch traditionell bei uns. Die jungen Leute stehen halt auf diese ausgefalleneren Kaffees wie Frappuccino oder weiß der Teufel, was sie da alles trinken. Halt mit viel Geschmack im Kaffeehaus kriegt man halt keinen Kaffee, wo künstliche Geschmäcker drin sind, wie Karamell oder Schokolade oder irgend sowas. Das kriegt man bei uns nicht. Bei uns kriegt man einfach traditionelle Kaffees. Man kann bei uns schon was mit Geschmack trinken, zum Beispiel einen Biedermeier. Da ist auch Schokolade drinnen, aber das ist halt noch Marzipanlikör und ein Kaffeelatte obendrauf. Das bekommt man halt so beim Starbucks oder Coffee Shop Company oder wie sie alle heißen, bekommt man sowas nicht. Also da kriegt man eher diese großen, ausgefallenen, teuren Kaffees. Wir leben schon auf unseren Stammgästen. Das muss man auch sagen, wir haben viele Stammgäste, die täglich zu uns kommen, teilweise sogar zweimal am Tag. Also ist schon klar, wir haben auch Touristen bei uns, die auch kommen. Wir haben auch Touristengruppen, weil wir halt auch angezogen werden. So bei uns hat Mozart und Beethoven gespielt. Das ist halt für viele Touristenführer auch eine Attraktion. Und die kommen dann halt zu uns essen, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir können uns ja herzeigen. Das ist jetzt nicht die Dramatik daran. Wir haben halt dann auch teilweise Touristengruppen, die einfach nur reinkommen wollen, wie so ein Museum und dann nichts konsumieren. Aber wenn dann noch einmal 30 Leute da stehen und durchs Kaffeehaus gehen, wenn gerade viel los ist, das funktioniert nicht. Wir sind ja kein Museum, wir sind ein Kaffeehaus. Es ist seit 1969 im Familienbesitz und ich möchte es eigentlich auch weiterführen. Ich hatte damals die Wahl zwischen einer HTL oder zwischen der Tourismusschulenmodul. Und ich bin da in die Schule reingegangen und habe mich einfach wohlgefühlt mit dem, was ich dort gemacht habe. Und habe gesagt, nein, das möchte ich weitermachen, das möchte ich übernehmen, das möchte ich weiterführen. Also ich würde mich nicht nochmal anders entscheiden. Wenn ich mich jetzt selbst hernehme, würde ich schon sagen, dass die Wiener Kaffeehauskultur eine Zukunft hat, weil das gibt es nur einmal, das gibt es in keiner anderen Stadt, in keiner anderen Hauptstadt oder generell Stadt, wo es diese Kaffeehauskultur gibt. Das gibt es sonst nirgends. Deswegen fahrt man ja auch nach Wien und geht in die Kaffeehäuser, weil die Kaffeehauskultur dazu vorhanden ist. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwo in Stockholm zum Beispiel war und mich dort ins Kaffeehaus gesetzt habe, weil es so gemütlich war. Also das ist schon was sehr Eigenes aus Wien. Also ich hoffe nicht, dass es ausstirbt. Das liegt halt auch an meiner Generation, dass man das irgendwie weiter betreibt und nicht irgendwie verkommen lässt. Deswegen ist es eigentlich auch mein Plan, dass ich das Ganze mal übernehme und vielleicht auch meinen Kindern dann weitergebe.